heute auf der 5. österreichischen Jugendkonferenz in Graz in der Steiermark. Und es sind rund 60 junge Menschen da aus allen Bundesländern und Südtirol. Wir beschäftigen uns da mit dem Youth Goal Nummer 3, inklusive Gesellschaften für ein gemeinsames Europa. Die Ergebnisse werden wir morgen im Dialog mit PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen besprechen. Und der Jugenddialog wirkt nicht nur auf regionaler Ebene, sondern auch auf nationaler und europäischer Ebene. Ich glaube, dass Jugendliche eine wichtige Rolle spielen in der Gesellschaft. Und es ist nicht oft, dass Jugendliche an Konferenzen teilnehmen. Also wenn es eine Jugendkonferenz gibt, dann sollte man auch dabei sein. Und ich glaube, das ist echt wichtig. Nicht nur, dass du einfach dabei bist in dem Raum, sondern dass du aktiv dabei bist, dass dich Leute mit hineinbeziehen, dass du wirklich das Gefühl hast, du gehörst dazu. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wir über Inklusion reden. Zu den Zielen von der Jugendkonferenz gehört vor allem auch, dass wir aufzeigen, wo gerade noch die Probleme liegen im Bereich der Inklusion für uns Jugendliche auf nationaler Ebene, um die dann später in weiterer Folge auf europäischer Ebene zu tragen und dort auch wirklich mit konkreten Lösungsansätzen hinzukommen, um gemeinsam mit starker Stimme auf europäischer Ebene für die Jugend aufzutreten. Ich habe es mega cool gefunden, dass so viele unterschiedliche Perspektiven von Menschen mit und ohne Behinderung eingebracht worden sind und dass wirklich diese Beteiligung von diesen jungen Menschen mal voll im Mittelpunkt gestellt wird. Man hört es endlich mal. Um PolitikerInnen Empfehlungen zu bringen, um Menschen mit Behinderungen ein besseres Leben in unserer Gesellschaft zu machen. Um was Neues kennen zu lernen, um neue Informationen zu finden, mit Politikern reden können und Empfehlungen weitergeben, dass sie im Bereich Behinderung was weiterbringen, was besser machen.